Okay. Also heute ist der dritte Tag hier von der Hochzeit. Heute wird nochmal wieder gemeinsam gegessen und abends gefeiert. Und die Frauen sitzen getrennt, hier sitzen die Männer. Und ich habe hier auch was zu essen. Vorhin stand hier noch das Brautauto. Also jetzt ist Essen angesagt hier für alle, die essen wollen. Da wird Tee drin gekocht. Und heute Abend ist dann in Kessel hier Party. Ich habe schon gefragt, ob ich filmen darf. Hier sind auch die Frauen filmen man nicht so. Die sitzen da alleine. Sind mal gerade vorhin noch gewaschen. Da unten, das sind noch diese aufgebauten Zelte, hätte ich mal gesagt, diese hier Sonnenschutz, ne? Da wo die Frauen sitzen und die Kinder. Denn hier, das wurde hier gemacht. Gestern hier gemeinschaftliches Mittagessen. Heute auch. Ich habe so ein bisschen Suppe gegessen, eine türkische Suppe. Hier tomatiert mit Reis und Fleisch und so eine kleinen Hackbällchen. Oh, war super, hat gut geschmeckt. Ne? Da steht überall Wasser zum Trinken und heute kann Essen kommen, wer will. Ne? Wer Hunger hat, kommt Essen. Und dann am ersten Tag, da war ja nur abends hier. Quatsch, da war nur morgens gemeinsames Frühstück. Hier von, von der Familie hier, ne? Der Großfamilie. Aber heute ist so richtig, richtig viele Leute da. Das ist die übliche Autokolonne. Ne? Da ist auch hier das weiße Auto mit den roten Schleifen, wo das Brautpaar drin sitzt. Vorne weg fährt ein Auto mit Musikkapelle. Ne? Und dann fahren hinterher jetzt hier die ganzen von der Familie. Ein Auflauf hier, ein Stau. Na, ehe die sich aufgestellt haben, hier eingereiht haben und losgefahren sind, da haben sie den ganzen Verkehr aufgehalten. Na, das muss ich der. Da hat es zwei Nachzügler noch. Na, jetzt kommt die Autokolonne zurück. Na, jetzt wollen sie alle rein. Da ist der Wagen mit der Musikkapelle hinten drauf. Türkische Fahne, sie gehört damit zu. Da kommt das. Ich musste jetzt fix weg mit meinem Quad. Die Adam wartet auf mich. Da ist das viel los. Jetzt soll jemand helfen wegen der Wohnung. Mit Adam müssen hier beraten. Naja, Party noch abends ist ja auch wieder da. Da ist jetzt das Meer. Und wenn ich jetzt hier so rumgehe, ne, hier, da ist hier Kessel, der Hochzeitssalon. Ne? Und da steigt die Party. Das Saal ist hier auf der Rückseite. Ne? Guck mal hier die Treppe hoch. Also das Gebäude hat zwei Eingänge. Oh, haben wir schön gemacht hier. Also Blumen. Jetzt hier runter. Ich bin mal gespannt. Die Kronleuchter hier oben, super. Auch die Räumlichkeiten. Und da sitzen Frauen, die will ich auch nicht aufnehmen. Oh, komm da. So sieht der Hochzeitssaal aus hier. Ist das nicht Hammer? Und da wird noch alles voll sein. Denn so viele Leute kommen hier. Jetzt ist das Licht verdunkelt worden. Überall so ein bisschen Lichter. Efendim şahitlerimiz Gülce Hanım ve Ali Bey'i bekliyoruz.
So wie es ausschaut, ist es jetzt diese islamische hier Verehelichung. Die staatliche hier, die wurde ja schon gemacht. Und jetzt hier die islamische. Und dann sind sie erst richtig hier für die Leute verheiratet. Ne? Die staatliche ist ja ein Muss, weil das Gesetz vorschreibt. Und die islamische ist das, die, was akzeptiert wird. Ich weiß ja, viele Frauen wollen hier das Brautpaar sehen. Und die Braut. Sieht die Braut nicht cool aus? Super. Der muslimische Geistliche, ich weiß noch nicht, ob das ein Imam ist oder ein Hodja, der hat nun alles gefragt und gesagt und alle haben ja gesagt, auch die Brautzeugen. Und jetzt haben alle unterschrieben. Er unterschreibt da noch was. Und dann sind sie jetzt auch entsprechend im islamischen Glauben verheiratet. Ja, er hat sie jetzt auf ihren Platz geführt. Das nimmt dann neben ihr Platz. Sie haben da oben hier auf der Bühne ihren Ehrenplatz. Oh,
Alabilir miyiz sizlerden? Rabbim öbürlerin de bu pasta tadına gelsin inşallah. Efendim şimdi pastamızı seyirse hazırlarken takım merasimi ne yapalım? Benim kuşaklar varsa kuşaklarımızı takalım yoksa Cemal'in çantasını var mı? Er hat sie gefüttert und sie hat ihn gefüttert mit der Hochzeitstorte. Jetzt bekommt das Brautpaar hier Geschenke und da werde ich auch hingehen, beim Mauer anstellen und ich werde ihnen auch was geben. Jetzt sieht man das Geld, was dieses Brautpaar bekommen hat. Man sieht da was zum Hals haben. Da wurde alles so rangesteckt in die Schleifen. Sen bu zaman nereye gidiyorsun? Hazır mıyız? Beyler, bayanlar. Bayanlar eksik kaldı ama Cemal Hanım yalnız kaldı bayanlar. Dedik mi? Vallahi nasıl?
Eine türkische Hochzeit besteht wohl mehr aus Tanzen, die nicht so wie Deutschland, wo die Hauptsache Essen und Trinken ist. Jetzt ist es schon ein bisschen spät, ne? Die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten und ich will morgen noch etwas zu erledigen. Ich habe morgen noch hier ein bisschen was vor und jetzt wird nur noch, also viele Gäste sind schon gegangen, es ist nur noch der harte Kern da. Ja, falls euch gefallen hat, ne? Daumen hoch, Abo da lassen und einen auf die Glocke gehauen. Auf die Glocke hauen. Also ich habe sehr viel getanzt da, wie die Türken. Ne? Und also der Unterschied zu deutschen Hochzeiten, hier wird sehr viel getanzt und nur ein bisschen knapper Zeug. Gegessen wird ja die Tage vorher, so wie heute Mittag und hier morgens, ne? Und abends jetzt hier bei der hier Hochzeitsparty, so wie in Deutschland, wieder eine aufgetafelt und so. Ne? Nee. Der Hauptbestandteil eben von so einer hier türkischen Hochzeitsparty, tanzen, 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 Musik. Ne? Und die Geldscheine, die dir mal rumgeworfen werden, die sind hier für die hier Musikanten. Ne? Und die Musikanten haben dann extra Leute, die dann hier da zwischen den Tanzenden durchlaufen und die Geldscheine hier einsammeln, ne? Bevor die Kinder das eingesammelt haben. Also wenn die Kinder sie erst schnappen, ne, haben sie Pech gehabt. Na dann, hier, alles Gute, bis zum nächsten Mal.